Oman Hagara, wir stehen hier vor dem VIP-Bereich und im Hintergrund donnern die Foiler vorbei. Gleich um 14 Uhr fängt der zweite Renntag von der Extreme Sailing Series hier in Hamburg an. Sehen schon, wow, das sieht da ganz heftig aus. Da wird teilweise ordentlich schon gefoilt, also ganz im Gegensatz zu gestern. Ihr liegt richtig gut im Rennen nach den ersten drei Events. Gestern war ein bisschen flau, aber erzähl mal was von euren Ambitionen hier auch in Hamburg. Ja, definitiv. Die Ambitionen sind da, dass wir natürlich den Morgen einmal schlagen. Das ist mal das große Ziel. Der hat bis jetzt vorgezeigt, eigentlich bei den Events, bei den dreien, die wir hatten. War dreimal vor uns jeweils das Boot. Also irgendwie werden wir natürlich versuchen, das umzudrehen einmal, damit wir vielleicht auch einmal Punkte gut machen können auf ihn. Aber er ist natürlich eine harte Nuss zu knacken. Er hat sehr viel Erfahrung auch in dem Stadium Racing, speziell auf dem Foiler auch. Er ist letztes Jahr schon gesegelt mit Alinghi. Das heißt, da hat er natürlich auch gute Erfahrung und für uns ist das erste Jahr jetzt auf den Booten. Aber nichtsdestotrotz, wir kämpfen natürlich und wir versuchen da den Anschluss zu gewinnen. Und werden wir schauen einmal, ob wir hier was möglich machen können. Aber ihr habt ja auch sonst viel zu tun, sag ich mal, vorsichtig gesagt, mit dem Foiling. Ich meine, ihr seid ja mit so ein bisschen Wegbereiter, auch mit der Foiling Series auf den Flying Phantoms, mit der Jugend, mit den Red Bull Series. So ein bisschen Ahnung vom Foilen habt ihr ja schon inzwischen. Ja, natürlich kennen wir uns ein bisschen aus, das ist ganz klar. Aber es ist natürlich ein neues Boot, zum Extreme 40 ganz anders zu segeln. Aber ja, wir haben natürlich gefolgt schon. Wir sind schon am Anfang des Jahres auf den Flying Phantoms gesegelt, haben da schon Erfahrung gesammelt. Aber so ein großes Boot ist natürlich immer noch was anderes. Da hast du fünf Leute am Boot, die müssen koordiniert sein gut. Das muss funktionieren für die Manöver und speziell hier auf den engen Startkursen muss das natürlich alles problemlos gehen dann. Ich habe gestern mit dem englischen Skipper kurz gesprochen, der sagte, it's a young man's game now. Wenn man das sieht, wie auch bei der Matchrace-WM, da sind ja auch, viele junge Neuseeländer, Australier rüber. Ich meine, du bist auch noch ziemlich jung, aber das ist ja schon eine andere Nummer. Und die Jungs sagen halt, klar, auch die GC 32 ist halt eine Menge Bums, braucht man da auch, ne? Körperlich. Ja, definitiv. Also es ist natürlich von der körperlichen Anstrengung noch um einiges mehr jetzt, wie auf dem Extreme 40 ist. Bloß für dich nicht, ne? Ich meine, für mich die Oberarme nicht. Sind natürlich Oberarm habe ich noch ein bisschen, aber geht nicht. Ja. Nee, aber Steuermann muss nicht so viel. Als Steuermann, da hast du das Großschot in der Hand praktisch. Kurbeln tut vorne dann ein kräftiger. Das heißt, wir haben natürlich vorne auch junge Leute, also Neuseeländer, Engländer, jetzt hier einen Schweizer statt unserem normalen Trimmer. Also die haben natürlich schon ordentlich Kraft und die trainieren natürlich nur für diese Sachen. Und wir bringen die Erfahrung ein, die Jugend, die Kraft und das ist eine gute Mischung. Nun hat man von den Organisatorenseite doch lange gezögert, die Extreme 40s, die 40-Füßer im Grunde, aus dem Programm zu werfen und zu den GC 32 zu wechseln. Ein Argument war, dass es auf den kleinen Stadtkursen eigentlich viel zu gefährlich ist. Nun seid ihr heute, glaube ich, nicht zum ersten Mal, aber Hamburg ist, glaube ich, ja schon der kleinste Kurs. Wird das gefährlich? Ist es zu gefährlich? Ja, ich denke mal, wenn man sich anschaut, jetzt am Gardasee war gerade ein Unfall mit einem GC32 und einem Motorboot. Wenn man dementsprechend die Sicherheitsvorkehrungen hat und nicht so viele Motorboote am Kurs, dann sollte es schon überschaubar sein. Aber es ist natürlich bei der hohen Geschwindigkeit, man sieht relativ wenig, speziell als Steuermann. Das heißt, wenn jetzt vorne die Jungs arbeiten und nicht aufmerksam sind, dann bekommst du auch keine Info, was vorne los ist. Und du siehst erst im letzten Moment vielleicht, ob da ein Schiff ist oder nicht. Aber wie gesagt, bei der Serie hier weiß man, es sind 7 Boote am Kurs. Also wenn man da ein, zwei nicht sieht, dann fragt man halt ein paar Mal nach, ob jemand kommt. Aber in der Hitze des Gefechtes kann das natürlich passieren, dass man einmal einen übersieht. Nun ist Herr Kamas ja auch schon von dem Schiffchen runtergefallen, hat sich seinen Fuß schwer verletzt am Ruder. Habt ihr daraufhin irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen? Oder? Ja, jetzt speziell noch nicht. Also wir haben natürlich alle... Du hast nicht eine Fußschiene jetzt irgendwie an oder sowas? Fußschiene habe ich nichts, aber wir haben natürlich Anzüge, die gepolstert sind. Wir haben unsere Schwimmwesten, Helme an. Also das Minimum, was man jetzt einmal machen kann, das wird hier verwendet in der Serie. Aber ich denke mal, vielleicht für die Zukunft wäre es sicher interessant, dann Ruder nur mit
auf die Innenseite gebogenen Foils zu haben, dass man eben, wenn man rausfällt, dass man draußen nicht von dem Ruder vielleicht, so wie bei Frank, angefahren werden kann. Also ich glaube, es gibt schon ein paar Möglichkeiten, das noch ein bisschen sicherer zu machen. Mhm. Aber es ist jetzt das Anfangsstadium und alle lernen natürlich. Und man wird sehen, was die Zukunft bringt. Nochmal kurz zu Taylor Canfield. Man ist einer auch der großen Favoriten, würde ich jetzt nicht sagen. Er ist ja nun einer der großen Namen, sage ich mal, ne? Als in der Matchrace-Szene Weltmeister und jetzt auch bei den 32-Füßern. Bisher hier noch nicht so richtig zurechtgekommen. Erwartest du, dass die Jungs sich noch mächtig steigern und euch da auch vorne mächtig Druck machen? Ja, also man hat schon gesehen, also in Cardiff zum Beispiel, da hat er wirklich eine gute Serie gehabt bis zum Finale. Ist dann ein bisschen zurückgefallen, also er kann schon vorne mitmischen, er ist vor allem ein sehr guter Starter durch das Matchrace, aber das muss er natürlich auch am Kurs dann umsetzen, da muss er einfach versuchen, noch ein bisschen dazu zu lernen und vielleicht die Plätze ein bisschen besser abzusichern dann im Fleet Race selber, aber ich glaube, das kommt schon, also wenn du mal ein guter Segler bist einfach, dann dauert es halt ein bisschen Zeit, bis du dich an die neuen Systeme und an die neuen Rennserien gewöhnst. Und es kann jeder, glaube ich, in jeder Rennserie bestehen. Und auch Taylor ist natürlich ein Ausnahmesegler, der hier bestehen kann. Wir freuen uns auf das Spektakel und alles Gute für die nächsten Tage. Danke. Ja.